Ey Leute, ich sage euch ganz ehrlich, das ist, sowas gab's noch nie. Und zwar Gamers Only dreht jetzt komplett durch, Leute. Es gibt jetzt offiziell die ersten Performance Milchshakes. Let's go, Alter. Ich bin sowas von gehypt, Freunde. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe schon gekostet. Es ist unnormal lecker, Freunde. Das ist ein Milchshake von Gamers Only. Mit Milch könnt ihr den mixen. Koffein ist drinne. Und ein Haufen Vitamine, weil das halt so eine spezielle Mischung ist, Freunde. Also alles, was man zum Zocken braucht. Und es schmeckt sowas von lecker, Freunde. Und ich würde mal sagen, wir werden uns jetzt hier live unseren zweiten, ich habe schon einen gerade getrunken, weil er sehr lecker war, Performance Milchshake mixen. Gibt es übrigens hier in Schokolade. Schokolade habe ich halt, wie gesagt, schon probiert, Leute, Baba-mäßig. Dann haben wir hier noch Erdbeere, muss ich ehrlich sagen, habe ich noch nicht getrunken. Und Vanille muss ich auch noch probieren. So, Leute, würde ich mal sagen, wenn wir uns jetzt ein Gamers-Only-Milchshake in Schoko machen. Ich bin gehypt, Freunde, was brauchen wir dafür? Ganz einfach, hier ist der Gamers-Only-Shaker. In diesen Shaker machen wir jetzt einfach hier irgendwie ein bisschen Milch rein. Ich habe es am liebsten, mir schmeckt es am besten mit kalter Milch. So, Leute, jetzt machen wir hier einfach Milch rein. Ich schaue hier schön dick rein, Leute. Dass das schön lecker schokomäßig wird. Boom. Dann drehen wir das Teil zu, Leute. Falls ihr mal echt ein bisschen... Oh, einfach Bock auf Milchshake habt, Leute. Mal ein bisschen auf was anderes. Wisst ihr, Abwechslung. So, hier schütteln, da schütteln. Und dann ist es auch schon fertig, Leute. Oh, Baba-mäßig, Leute. Guckt euch das mal an. Oh, das ist so schön cremig. Und die sind auch so kleine Schokostücke drin. Oh, das ist so lecker, Leute. So, sollen wir mal hier einen kleinen... Deine Kostprobe nehmen. Ich weiß natürlich schon, wie es schmeckt, Leute. Also Schoko-Baba-mäßig. Geil, Leute. Also wirklich einfach lecker, Leute. Ihr müsst auf jeden Fall, wenn ihr die Dinger hier nicht abcheckt, dann verpasst ihr zu 100 Pro was, Leute. Die Gamers Only Performance Milchshakes mit Koffein drin, mit Vitaminen drin, Baba-mäßiger Geschmack mit Milch zusammen, Leute. Erster Link in der Beschreibung. Abfahrt. Ja, hallo, ich bin der Start heute mit einem neuen Video. Und zwar heute machen wir wirklich was Besonderes. Mit dabei ist Hütchenkopf SU. SU, auf hier rumzuspinnen schon wieder. Leute, und zwar heute spielen wir einen richtigen Oldschool-Deathrun. Und zwar, ihr seht hier, jede 10 Level gehen wir in eine neue Season rein. Und da hinten, Leute, seht ihr schon, ist das große schwarze Loch, das Season 10 Final-Event. Also, das heißt, Leute, wir werden einmal komplett durch die Fortnite-Geschichte durchgehen, Leute. Also, bist du bereit, SU? Ich bin so gehypt. Was und ist das da hinten? Ist das wirklich das schwarze Loch, Bro? Das ist das schwarze Loch, Bro. Weil du glaubst nicht, was passiert, wenn wir da reinspringen. Und das Wichtige ist, es gibt für den Gewinner 250 Euro. Ja, komm, 250 Euro nehme ich heraus. Okay, los geht's, Leute. Jetzt schummelt er wieder. Let's go. Guck mal, hier die ersten Level noch auf Oldschool ganz normal gebaut. Weil damals gab es noch nicht mal Creative-Modus. Da musste man, und da musste man ja theoretisch, konnte man sich nicht mal einen Death-Run bauen. Und deswegen stimmt, wie geil das aussieht. Übelst so auf Oldschool. Ey, Bro, du bist ja vollkommen schlecht, ne? Ja, guck mal, boom, du hast mich doch eh schon aus dem Konzept boom gebracht mit deinem Kill. Let's go, ich bin gleich in der nächsten Season. So langsam bist du auf ganz Oldschool, Leute. Oha, nebenbei. Ja, ey, guck mal, das ist hier... Ich finde das geil, wie sie das gemacht haben, dass sie hier wirklich so die ersten Level Season 1 in so... Leute, Season 1, da gab es ja auch noch gar nichts in Fortnite. Und jetzt geht's... Oh, guck mal, jetzt wird's schon ein bisschen moderner. Season 2. The Season where all major POI... Ah, Leute, guck mal, das heißt, hier in Season 2 sind nämlich die ersten großen Städte reingekommen. Und hier geht's schon ein bisschen mehr ab. Ist nicht Season 2 auch Tilted Towers reinkommen? Nee, ne? Ich glaube, in Season 2 oder Season 3, ich will jetzt keine falschen Infos rausballern. Ich bin erstmal leise, Bro. Ich hol dich erstmal ein und dann reden wir weiter. Oh, du kommst da gar nicht hinterher hier, Leute. Guck mal, das ist ja voller Rentner-Death-Run hier. Season 2. Ich glaube, pro Season wird das Ganze hier noch schwieriger. Boom, boom, boom. Das sieht ja auch so ein bisschen aus wie Tilted Towers. Das können wir gut vorstellen. Oh, ich bin gleich im Zielstand. Ich hab dich schon eingeholt. Hä, wo bist du? Bist doch nicht mal ansatzweise bei mir. Hä, ich hab eine Abkürzung genommen. Wirklich jetzt? Klar. Oh mein Gott. Spaß. Ja, komm noch, SU, komm noch, hä? Guck mal, wer da ist. Der Pastetenpeter. Komm noch, Hähnchenkopf. Nein, ich muss... Warte, ich hab eine richtig geile Idee. Bro, guck mal, was ich jetzt mache. Was? Bam. Nein, ich wollte ihn ausriechen. Das hat nicht geklappt. Boom, boom, oh mein Gott, ich mach echt alles first try, ne? Ja, guck mal hier. Das sind die Garagentore aus Tilted Towers hier. Laber nicht, ja, boah, ja, wie geil. Die stimmt, Bibliothek aus Tilted Towers. Baba-mäßig. Und jetzt kommen wir in Season 3, wo die Storyline von Fortnite... Mach doch nicht diesen, Mann. Gestartet. Mach doch nicht... Warum tust du mir das an jedes Mal? Ich mach doch gar nichts. Ja, stimmt. Season 3 war so gewesen. Oh mein Gott, guck mal. Season 3 war ja so gewesen, dass Tilted Towers zerstört werden sollte. Ja.
Ey, er pusht mich sogar runter. Nein, Stani, du machst es mit Absicht. Leute, hier drinnen wohnt SU da in der Mülltonne. Ja, oha, er geht jetzt wieder so auf mich. Okay, Stani, wie werden sehen wir als letztes lacht, Bro? Bro, ich bin jetzt halt vor dir. Checkst du überhaupt was? Bro, wie werden sehen wir als letztes lacht? Ja, komm noch, komm noch. Ja, guck mal, ich sagte, ich werde dich jetzt killen. Wenn du mich diesmal wirklich killen solltest, bist du gut, aber das wirst du nicht schaffen. Und? Denkst du, kannst dich verarschen, ne? Komm noch. Ah! Ja, aber ich bin auch runtergefallen. Ja, nein. Jetzt können wir weitermachen, Leute. Baba-mäßig, das war der Plan gewesen. Boom, jetzt haben wir wieder einen kleinen Vorsprung. Hä? Ja, nein, Karma, nein, Karma, nein, Karma, nein, Karma. Nein, nein, nein. Ja, mach weiter. Ey, du bist so... Nee, Stani. Boom, wichtig, Leute, wichtig. Wunder dich nicht, wenn ich gleich alte 4 drücke, ich sag dir ehrlich. Ah, jetzt will er rausgehen, jetzt heult er jetzt schon rum, Leute. Ja, dann hast du aber verloren, 250 Euro, das weißt du schon, ne? Das weißt du schon, SU. Nee, wir machen nicht um Geld, oder? Doch, haben wir doch gesagt. Ja. Danke, Bro. Was? Danke, Bro. Komm, schmeiß doch. Ja. Ja, wichtig. Jetzt Digga, aber. Was machst du, Bro? Du bist irgendwie der Pro geworden, ne? Sei mal ehrlich, du bist ja übelst. Du bist übelst, der Pro geworden, ne? Sei mal ehrlich. Was machst du jetzt? Wo muss ich hier lang? SU, hör jetzt auf zu spielen, was soll die Scheiße? Karma, Bro, sag ich dazu nur. Nein, ich hab mich selber runterkatapultiert. Ich bin doch nur ein Chicken Wing. Du bist so dumm. Wir werden sehen. Oh mein Gott, Leute, so knapp. Wichtig. Boom. Und oh mein Gott! Jump into the Meteor! In den Meteor rein! Let's go! Oh mein Gott, als ob du das geschafft hast. Wow, Season 4, Leute. Da kam ja der Meteor, aber der hat zum Glück nicht Tilted Towers gehittet. Da gab es ja Tilted Towers noch. Und das ist das große Schlachtfeld hier, Leute. Das ist so geil, einfach wieder durch die alten Seasons durchzureiten hier. Wow. Und ich bin hier noch übelst am... Oha, wo geht's denn jetzt lang? Hä, wo bist du denn? Wo geht's denn jetzt lang? Oh, da oben, Leute. Oh, da hinten ist er wieder, richtig? Der 31er. Oha, guck mal, wie das hier aussieht, als der Meteor alles zerstört hat. Boom. Sei mal ehrlich, war das nicht einer der geilsten Seasons überhaupt? Also einer meiner Lieblingsseasons auf jeden das Fall. Das war einer meiner Lieblingsseasons auf jeden Fall, Leute. Season 3, Season 4, Season 5, Season... Alter. Alles gut, das wird alles gut. Nein, ich fall wegen so einer dummen Sache runter. Du bist so ein Noob. Da merkt man, dass du ein Noob bist. So, bam, Leute. Ich bin Leute. Kein Noob. Hör auf, mich so zu nennen. Wichtig. Was sind das für Äste? Wichtig. Pass auf, eine Tomate kommt. Wichtig. Das gibt's nicht, Leute. Guck mal, wie eklig du wieder warten das wolltest. Das gibt's nicht, ich dreh durch. Boom. Das ist ein Death Run für mich, Leute. Ein Death Run für Profis. Zack, hier auf den Meteoriten rauf. Boom, weiter. Zack. Auf Wiedersehen, Stani. Ey, wo gehst du denn jetzt hin? Bist schon Season 4, oder was? Oh mein Gott, du weißt gar nicht, was das hier ist. Nein! Boom, da merkt man. Oh, das war ja die Season gewesen, wo Paradise Palms reingekommen ist, oder? Übelst geil, ja, das war Season 5, das hat übertrieben Bock gemacht. Nee, war das nicht Season 4? Nee, das war Season 5. Warte, sind wir schon Season 5, Bro? Wir sind schon in Season 5, Bro. Oh. Ich fall da einfach ins Wasser? Oh mein Gott, alles perfekt. Alles perfekt, Leute. Alles perfekt. Jetzt tu nicht so. Alter, ich bin zu krank gerade, SU. Ja, werden wir gleich sehen. Bro, am Ende schummelst du doch eh wieder. Bro, ich geh jetzt schon, ich bin schon in der nächsten Season drin. Wo sind wir jetzt hier? Season? Oh, die Season mit dem Würfel. Oh, das war auch einer meiner Lieblings-Seasons, als die ganze Zeit... Oh, guck mal, da ist er, Leute. Ey. Wer weiß es noch? Kann ich hier springen? Nee, kann ich nicht. Als die ganze Zeit der Würfel durch die Karte gerollt ist, eine fette Explosion gab, als der Würfel kam, Blitz... Nein. Blitze runtergekommen sind. Der Würfel hat Loot Lake in so ein Springdings verwandelt, in so ein Trampolimus. Ja, Mann, ich hab dich wieder eingeholt. Ich hab mich so konzentriert gerade. Ich erzähle den Leuten was von der geilen Season und du bist ein 31er. Ach so, ich bin jetzt der 31er. Ja. Okay, dann erzähl weiter. Ich werde dich auch nicht mehr stören. Du zerstörst die ganze Stimmung damals. Du hast auch damals schon die ganze Stimmung zerstört, sagen wir es mal so. Ich zerstöre die Stimmung, Bro. Ja. Ich habe dich nicht einmal attackiert, als du mich angefangen hast zu attackieren, habe ich doch angefangen. Nee, jetzt reicht's mir. Du bist mir wirklich zu frech. Du bist mir wirklich zu frech. Karma. Selber schon Pech gehabt. Ja, wirst den Karma. Ich sag dir ehrlich, ich werde auf dich jetzt keine Rücksicht mehr nehmen. Interessiert mich auch nicht. Ich werde auf Jump onto the cube and into the rift. Ich denke mal die Geister, ne? Bro, die Geister und dann? Oh mein Gott, nein. Oha, Leute, geil! Nein, er ist da reingegangen. Vermisst du Kevin, sei mal ehrlich.
Nein, ey, das gibt's doch nicht. Gott, ey, Hops wieso genommen. Kannst du mich immer vorher treffen? Was ist das? Bro, weil ich einfach Aim habe und du nicht. Nein. Spaß, ich hab kein Aim. Was ist das, Leute? Aber ist egal, nochmal hier auf Kevin, so auf Oldschool, boom. Hä, er überschlägt? Ja. Du bist so ein kleiner 31er. Ey, ich fall da einfach so schlecht runter, das ist doch normal. Leute, jetzt sind wir hier in der Season, wo es diesen Polar Peak gab, das Schwert gab, alles drum und dran. Das war auch eine geile Season gewesen, Season 7. Komm, trau dich. Ja, komm, ich mach mal kurz ein paar Trainingsübungen. Nee, erzähl die Geschichte weiter. Bro, was fandest du dann am geilsten an der Season? Lass mich in Ruhe. Season 7 war auch geil gewesen, Leute. Da war das erste Mal so ein Wintergebiet. Schnee ist gekommen, dies, das, Ananas. Das war schon ein besonderer Moment. Also, weil viele Leute haben sich so Schnee in Fortnite gewünscht. Und dann auf einmal kam so ein Schneesturm. Oh mein Gott, bist du schlecht, Bro. Ich hab's doch gerade gesehen, was du gemacht hast. Du bist so ein Dummlaberer. Du fühlst dich immer so cool und denkst, du kannst alles. Ich fühle mich gar nicht cool. Was laberst du für eine Scheiße? Du hast immer so eine große Klappe. Boom, hab ich Leute. Gar nicht. So, Leute, weiter geht's hier. SEO muss ein bisschen warten. Jetzt sind wir hier in der Season, wo es den Vulkan gab, die Kanonen reingekommen sind, Leute. SEO, du dürfst jetzt anfangen. Ja, und, ich renne doch schon. Ich bin doch gleich wieder bei dir. Wo geht's hier lang? Das war wirklich auch eigentlich eine coole Season gewesen. Noch mit dem Vulkan und so, mit der fetten Action, die es gab. Weißt du, was ich geil fand an der Season? Enjoyed, ja, was denn? Diese zwei Eier links und rechts im Vulkan, wo wir wirklich gedacht haben, boah, da kommt was raus. Ey, hör auf. Ich hab dich doch auch nicht attackiert. Ich dachte, für die Liebe in Season 8, Bro, die geile Season damals. Und da machst du so eine Scheiße. Boom. Da muss man lang, okay. Easy. Ja, easy. Boom, hoch. Ich mach doch gar nichts, hör auf. Ja, guck nicht so doof, du Hühnchenkopf. Ja, ich mach gar nichts. Ey, jetzt hab ich was gemacht. Was bist du für 31er? Oh mein Gott. Du wolltest mich auch töten. Ich wollte dich gar nicht töten, aber okay. Was muss man hier machen? Er weiß nicht mehr, wo es lang geht, der Dummkopf. One Teleporter kills you and one takes you to the next level. Okay, einer tötet uns, einer bringt uns zum nächsten Level. SU, probier's aus, los. Okay, ich probier aus. Okay, los. Oder wie mache ich den Shang-Chong? Na dann sagen wir bei 3 einfach Schere, Stein oder Papier. Okay. 1, 2, 3. Stein! Schere! Oh, du Stein. Hast gewonnen. Links. Ich soll links rein? Ja, links also, rein. Du sollst links rein, ja. Nein! Hä, der hat dich doch gar nicht gekillt. Nein! Hä, das hat mir ja gar keinen Vorteil gebracht. Was ist das für Müll? Bro, doch, da waren Feinde, aber ich bin sofort wieder zurückgekommen. Nein, Mann! Da kam er, schlägt zu, Leute. Da hat ihn die Falle gekillt. Ganz wichtig. Boom. Let's go. Hier wird Essie wieder reinschoken. Weiß ich da jetzt schon. Ach so, sehen wir gleich. So, wichtig, Leute. Und gleich geht's in die nächste Season. Oh, und bam! Was? Ey, okay, ey, tu mir nichts. Ich hab Bro, immer noch das, Eis. War, das war nicht schlecht gewesen, muss ich sagen. Das war Professional Hacker, oder? Bro, deine Impulsgranaten bringen dir nichts mehr. Ich kann jetzt einfach alle ausweichen. Bro, du spielst du richtig cool, ne? Sei mal ehrlich, du fühlst dich richtig cool. Mit deinem Impuls, jetzt hast du 3-4 Mal deine Impulsgranaten nicht richtig. Also. Oh, was haben wir hier? Jetpack! Wichtig! Nein. Ab ich vermisse in die das nächste Jetpack. Season! Oh, wo sind wir denn hier gelandet? Oh, Season 9, Leute. Pretty much nothing happens this season except we got Neo Tilted, Mega Mall and 3 Wars. Okay. Leute, stimmt, das war die Season mit Neo Tilt. Ich fand eigentlich. Oh nein. Ja, oh mein Gott. Hä? Ich fand eigentlich Neo Tilt, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Fand ich auch geil. Ehrlich, mit diesen Windkanälen. Ja, ich fand das irgendwie cool, das war jetzt nicht schlecht gewesen. So, ich fand mich, die Windkanäle zu OP, Bro. Ja, aber es war irgendwie schon. Guck mal, Alter, du konntest übel schnell über die Map gehen und so. Und Neo Tilt ja, aber und Leute so, und waren da drin und haben da gecampt. Ja, aber Neo Tilt war eigentlich cool, oder? Geht, Bro. Also, das allererste Tilted fand ich am geilsten. Nee, ja. Season 9 fand ich jetzt nicht so krass, sag ich dir ehrlich. Ja, das stimmt. So. Oh, Leute, wir müssen warten hier, die Eisfüße weg. Aber ich finde cool, dass man echt so wieder so im Rewind zu sehen, was für Season das gab. Hä, ich bin aus der Map gefallen. Wirklich? Warte kurz. Du musst kurz warten. Nein, muss ich nicht, Bro. Wenn du zu dumm bist, die Parcours zu machen und die ganze Zeit stirbst. Boom, rüber. Let's go, Leute. Boom. Neo Tilted. Das war auch die Season, wo John Wick reingekommen ist. Der echte John Wick. Season 3 war er das mit... Nee, wann war Fake John Wick? Season 3, ne? Ich glaube. Fake John Wick war Season 3. Ich weiß es auch gar nicht mehr, Leute. Das ist schon alles so lange her. Season 3.
Season 1 Renegade Raider, dann kam Black Wario und dann John Wick. Black Knight kam, Bro, aber okay, check das mal. So, oh mein Gott, so, jetzt sind wir in der Season 10. Ah, Dusty Depot Comeback und der Meteor. Und oh mein Gott, nein! Nein, nein, nein. Erzähl, was siehst du da wieder? Sag ich dir nicht. Was siehst du da wieder Tolles? Ah, Leute, ich hab die Uhr nochmal gefeiert irgendwie. Ich weiß auch nicht, die Roboter, die waren einfach... Bro, das... Ja, Mann, die Roboter. Ey, ich sag dir ehrlich, irgendwie, man hat sie gehasst, aber man hat sie auch irgendwie geliebt. Ich hab eine Theorie, Bro. Oh, überleg mal, die neuen Dinos, die wir bald bekommen werden, sind genauso geil wie die Roboter. Wäre das nicht cool? Das wäre cool, Bro. Warum bist du so leise plötzlich? Bro, weil ich... Ist was passiert, was ich nicht hoffe? Nein, ich mache gerade meinen Parcours. Oh mein Gott, wichtig, Leute. Wichtig, wichtig, wichtig. Dass wir das direkt First Try gemacht haben, da wird Essie ein bisschen dran brauchen. So, komm, mach mal jetzt hier schnell die Dinger weg. Komm. Schnell, auch Impulsgranaten. Oh, Essie ist weit hinten, Freunde. Das wird ihm nichts mehr bringen. Hier noch... Nein! Oh nein, nein, die haben mich verarscht. Da rechts war das Ding gewesen. Komm, ab in den Nullpunkt, Leute. Ab in das schwarze Loch. Komm. Nein, SU blockt! Ja. SU blockt! Das gibt's doch nicht, nein, Leute. Nein. Nein! Ey, was ist das? Wichtig, Leute. Wichtig. Ja! Komm, diese Falle aktivieren. Wichtig. Und? Boom. Nein, Shadikop. Boom. Boom. Ja. Yeah. Wichtig. Jetzt reicht's mir mit SU, Alter. Aber ich renn auch nochmal da rein. Ey, das ist doch unfair. Mit SU, Alter. Sag dir ganz ehrlich, die Leute sehen auch endlich mal, wie ehrenlos du bist. Ich oder du, Bro? Du. Ich oder du? Du. Ja, okay. Guck mal, ich greif dich nicht an. Ja, ich greif dich auch nicht an. Los. Okay. Geh doch. Dann aktivier die Falle. Ja, aktivier du doch die Falle. Okay, mach ich. Was machst du jetzt? Bro, hör doch auf zu... Ich mach doch gar nichts. Ey, was war das? Mein Eis muss weg, mein Eis muss weg. Ey, was war Eis. Das, Leute? Guck mal, wie lange mein Eis noch dran ist. Endlich. Guck mal, nein, das ist ehrenlos. Ich bin doch schon im Ziel gewesen, Bro. Das ist ehrenlos. Ey, wie du mich, nein. Leute, Bro. Ich hab gewonnen. Ist nicht dein Ernst. Herr Lama. Ist nicht dein Scheiß Ernst, Bro. Freut sich ist hier. Ist nicht dein Scheiß Ernst. Leute, einfach SU rasiert. So kriegt man das. Das ist dein wahres Gesicht, was du gerade am Ende gemacht hast, Bro. Ich hab sogar nichts gemacht bei dir. Du brauchst jetzt nicht rumheulen, ja? Weißt du was? Was ist? Das gibt den Daumen nach oben für mich. Bro, das gibt den Daumen nach unten. Leute, das war's gewesen. Checkt auf jeden Fall SU ab, den Verlierer, dass er auch ein bisschen Freude hat. Leute, das war's gewesen. Der beste Deathrun-Meister der Welt hat mal wieder gewonnen. Schön mit Öl. Das war's gewesen. Das SU noch.